traffic accident. Run. So. Hallo Leute, hallo YouTube. Hi Leute. Ich bin Till vom YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Hi. Ich bin Annie, ich bin 17 Jahre alt und mein Kanal heißt Annie Rocks. Ich mache seit über einem Jahr Vlogs auf YouTube. Und seit September mache ich das daily, das heißt jeden Tag. Ich bin der Alltagsvlog und in meinen Vlogs geht es hauptsächlich um meinen Alltag. Vlogs, Alltag, Städte, Reisevlogs, besondere Aktivitäten, ich spiele Golf, da nehme ich euch ab und zu mit hin, Freizeit und so weiter und so fort. Wenn ich vlogge, bin ich hauptsächlich unterwegs, mache was mit Freunden oder bin auch auf kleinen Events, wie zum Beispiel den Vlogger-Grill. Allerdings mache ich auch gerne mal Technik, Gadgets, Apps werden vorgestellt und so weiter. Also so ziemlich alles mal so ein Lifehack zwischendurch, wenn ich meine, ich könnte Leuten weiterhelfen mit meinem Wissen. So ein richtiges, direktes Thema habe ich eigentlich nicht. Also Thema ist tatsächlich bei mir der Alltag. Also mein Alltag, nicht nur generell der Alltag. Und das war, glaube ich, auch eine der Hauptmotivationen, warum ich mit dem Vloggen angefangen habe. Ich bin Softwareentwickler, sitze relativ viel im Büro und jetzt seit dreiviertel ein Jahr im Homeoffice. Das heißt, ich verlasse die Bude fast gar nicht mehr. Und damit ich das dann vielleicht doch das ein oder andere Mal tue und in Verbindung mit meinem Hobby, nämlich Fotografieren und Filmen, habe ich mir gedacht, fange ich an zu vloggen. Warum habe ich mit dem Vloggen angefangen? Das war eigentlich Vloggen by accident. Ich vlogge, weil es mir einfach Spaß macht und ich es cool finde, andere Leute an meinem Leben teilhaben zu lassen. Anlässlich von einer Berlin-Reise mit meinen Eltern, meinem Brüderchen, habe ich einfach die 3 Tage, die wir da waren, habe ich mal im Vlog-Style gefilmt. Und habe ich gesagt, ach komm, mach das mal, mach mal einen Vlog, wie Felix von der Laden oder wie auch andere das machen würden. Ich habe irgendwann mal angefangen, weil ich andere YouTuber geguckt habe, die das machen. Und das fand ich sehr spannend im Hinblick darauf, dass es für einen selber mehr oder weniger ein Videotagebuch ist. Ja, ich habe das also im Grunde genommen nur für meinen Bruder privat auf YouTube stellen wollen, damit er sich die Videos angucken kann. Habe es dann aus Versehen auf öffentlich gelassen und habe auf einmal den einen oder anderen Kommentar und Klicks bekommen und habe gesehen, oh, das interessiert ja den einen oder anderen da draußen. Und da habe ich gedacht, weißt du was, jetzt mache ich mein altes Hobby mal wieder, packe ich das aus Foto und Video und vlogge einfach mal und mach mal einen YouTube-Kanal auf. Kommt drauf an, was man für einen Anspruch hat, denke ich. Im Grunde genommen braucht man gar kein Startkapital, weil ich sag mal, das, was man zum Vloggen braucht, hat man im Grunde genommen in der Hosentasche. Das ist das Smartphone. Damit kann ich Videos machen, damit kann ich die Videos schneiden, wenn ich das möchte, und damit kann ich die Videos hochladen. Das heißt, eigentlich brauche ich nicht viel mehr als das, was ich sowieso jeden Tag in der Hosentasche habe. In der Softwareentwicklung sagt man immer, mit 20% des Kapitals schafft man 80% der Software. Und für die restlichen 20%, dass das ein finales, rundes Produkt ist, fließen nochmal 80% der Kohle. Und ich glaube, beim Vloggen ist es ganz ähnlich. Wenn man einigermaßen ist, technisches Niveau erreichen will, kommt man damit sehr wenig Geld hin. Wenn man den Rest ausschöpfen möchte und noch dieses Feature und noch jedes Tool mit verwenden können möchte, dann wird es auf einmal sehr schnell sehr teuer. Wirklich brauchen tut man es aber nicht. Also speziell beim Vloggen braucht man wirklich nicht. Im Grunde genommen braucht man eigentlich gar kein Startkapital. Da reicht eigentlich das Smartphone, was man hat. Damit habe ich auch am Anfang Videos gedreht. Ein Smartphone, was vielleicht eine Investition wäre, ist hier so ein kleines Stativ, wo das Smartphone draufkommt, und vielleicht hier so ein kleines Ansteckmikrofon für 15 Euro, dass man ans Smartphone dran klemmt, und dann ist man auch schon im Grunde genommen auf YouTube gut unterwegs für den Anfang.
Die Schnittsoftware gibt es für den Mac, iMovie im Grunde genommen kostenlos, und es gibt auch Windows-Programme, die kostenlos sind. DaVinci Resolve ist ein bisschen komplizierter, aber ist kostenlos. Und auf dem Handy gibt es auch Schnittprogramme, auf dem iPhone ist auch iMovie drauf, auf dem iPad oder halt auf den Android-Geräten kenne ich mich nicht so aus. Gibt sicherlich auch ein paar Schnittprogramme, die man benutzen kann. Und dann ist man eigentlich auch schon am Start und braucht eigentlich außer dem Smartphone vielleicht so ein kleines Stativ und dieses Ansteckmikro, ist man eigentlich gut bedient und hat eigentlich kaum Kosten. Wenn man jetzt sagt, ich möchte mit YouTube anfangen und Vlogger werden, dann empfehle ich definitiv nicht so viel Geld für Equipment auszugeben. Ich habe zum Beispiel meine Kamera damals für 365 Euro gekriegt. Das war im Angebot mit einer Tasche und mit dem Kit-Objektiv und einer Speicherkarte. Ich habe 2,5 Jahre wirklich nur damit gefilmt und einem Gorillapod, und ich hatte noch ein Stativ. Und das war halt wirklich alles. Ich hatte kein Mikro, ich hatte kein Schnickschnack hier mit meiner Rucksackhalterung, kein weiteres Objektiv und alles. Was ich jetzt alles habe, das habe ich mir alles innerhalb von einem halben Jahr gekauft. Also sprich, die 3 Jahre, wo ich meine Kamera besitze, hatte ich 2,5 Jahre wirklich nur die Kamera, den Gorillapod und ein Stativ für 15 Euro. Wenn man dann das eine Weile macht, steigen die eigenen Ansprüche und man sucht sich so sein Gear zusammen, was man braucht. Aber prinzipiell Startguthaben eigentlich gleich null, weil ein Handy hat man. Die goldenen drei. Was wären deine drei wichtigsten Tipps für einen Anfänger? Anfangen? Mein Tipp Nummer 1 wäre machen. Machen, 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 machen. Einfach mal anfangen und an den eigenen Ergebnissen wachsen. Erster Tipp, einfach anfangen, loslegen, machen, ausprobieren. Egal, wenn ihr euch ständig, was weiß ich, hier ein halbes Jahr mit dem Gedanken tragt, mache ich meinen YouTube-Channel oder nein, erst müssen die Videos gut sein. Nein, einfach seht euch meine ersten Videos an, einfach anfangen und loslegen und hochladen. Durchhalten. Das Wichtigste dabei ist Spaß haben, weil ohne Spaß geht gar nichts. Wenn dann wirkt es auch gequält, gekünstelt oder sonst irgendwas. Ihr müsst Spaß haben. Es muss euch Spaß machen, hier in so eine Kamera reinzulabern. Und ihr müsst Spaß an der Technik, am Videografieren und ihr müsst halt auch Spaß haben, eine Message rüberzubringen. Tipp Nummer 2, Ton. Ton ist so wichtig, wenn ihr wollt, dass jemand die Videos anguckt, dann muss der Ton passen. Das heißt, wenn man nicht anfängt, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann wird sowieso nichts. Das heißt, man muss erstmal sagen, ja, okay, ich mache es und ich ziehe es durch. Und das ist echt hart, weil, ich sag mal, am Anfang, es guckt halt eigentlich keiner zu. Ist so. Man hat keine Abonnenten, es guckt keiner zu. Und da ist es schon frustrierend, manchmal, wenn man dann so am nächsten Tag reinschaut und sagt so, oh, ich rede jetzt mal wirklich in ganz kleinen Stunden und man hat 4, 5 Aufrufe auf das Video, dann weiß man womöglich noch, oh, das war der und das war der und das war der. Wofür mache ich das eigentlich? Und dann muss man sich halt wirklich besinnen, warum mache ich das? Es soll halt einfach nicht klingen wie aus einer Cola-Dose aufgenommen. Ich meine, es verlangt keiner von euch, dass ihr ein Tonstudio aufbaut und hinterher das Audio remastert. Um das geht's gar nicht, vor allem dann nicht, wenn im Hintergrund das Handy bimmelt. Ich hoffe, das hört man nicht mit dem Shotgun. Aber ich meine, ihr kennt das ja selber. Ihr schaut ein Video an, man verzeiht dem Video, wenn die Bildqualität nicht top ist, wenn der Autofokus mal spinnt, wenn die Kamera nicht die beste wird. Das ist im Zweifelsfall alles hinten dran. Aber Audio, wenn schlecht ist, das nervt richtig. Also Video aufmachen, Ton knirscht, knattert und macht sonst was, aber nicht das, was es machen soll. Das Video wird weggeklickt. Wenn ihr wollt, dass die Leute euer Video bis zum Ende gucken, sorgt dafür, dass man euch versteht und dass der Ton passabel ist. Ansteckmikrofon für 10 Euro und gut ist. Seinen Weg finden. Das wären so die Tipps. Jeder Anfang ist schwer und ich denke mal, das ist auch ein Prozess, den jeder durchläuft. Man fängt irgendwie an und keiner ist am Anfang gut. Das ist bei mir genauso. Wenn ich meine alten Videos anschaue, denke ich mir auch so, boah, geht gar nicht.
aber man entwickelt sich weiter. Und das ist so ein Selbstfindungsprozess. Also man schaut natürlich auch bei anderen Leuten, wie machen die das, was machen die. Wenn man sich bei mehreren YouTubern immer mal so ein Stückchen rauspickt, was man gut findet und auch im Umkehrschluss sieht, was die nicht gut machen und sagt, okay, das möchte ich nicht machen, dann findet man seinen Weg. Irgendwann hat man automatisch seinen eigenen Style, seinen eigenen Stil. So, und dann der dritte Tipp, der allerwichtigste, finde ich, ist ein guter Ton. Ein nicht so gutes Bild kann man einigermaßen verschmerzen, aber ein guter Ton ist bei einem YouTube-Video extrem wichtig, finde ich. Wenn ich fremde Kanäle angucke und klicke zum ersten Mal drauf und da ist ein Video drauf, das Bild mag gut sein, aber der Ton ist leise oder schlecht zu hören oder wie auch immer verrauscht, dann ertappe ich mich dabei, sehr oft einfach weiter zu klicken. Und dann war es das für den Kanal am erstmal. Und wie gesagt, guter Ton kann man mit wenig Geld auch mit, wie gesagt, schnell hinbekommen. Interessant. No-Gos und die Community. Gibt es eine Community in Deutschland oder gibt es sie überhaupt? Oder wenn ja, wie kommst du mit ihr klar? Gibt es in Deutschland eine Community? Ich sage mal, es gibt mittlerweile so eine kleine Vlog-Community, würde ich sagen. Die besteht allerdings hauptsächlich so aus 10- bis 12-Jährigen. Die sind alle durch einen, ich glaube 15 ist er mittlerweile, Jährigen, glaube ich, jetzt mittlerweile dazu gebracht worden. Deshalb, es gibt jetzt unheimlich viele Kinder-Vlog-Kanäle. Auf dem Erwachsenensegment wird das Ganze dann schon ein bisschen dünner, wobei es da auch eine Menge gibt und eine Menge gute. Das muss man sagen. Man muss nicht unbedingt in die USA schauen, um gute Vlog-Kanäle zu finden. Die gibt es auch hier. Ja, Community gibt es schon, mehr oder minder. Also es gibt ein paar große YouTuber, die halt einen Kanal haben zu irgendeinem Thema, wie Felix Barr und so weiter. Und die machen natürlich auch ab und an mal Vlogs und haben eine eigene Playlist, wo ihre Vlogs halt dann drin sind. Wobei ich die aber nicht so richtig als Vlogger sehe. Also ja, könnte man sagen, Tech-Vlogger. Aber das sind ja kommerzielle Projekte. So von den 0815, ich zeige mein Privatleben, Vlogger und habe die Kamera jeden Tag dabei. Davon gibt es weit weniger. Es gibt ein paar. Und zu manchen davon hat man auch Kontakt. Sieht man ja auch an diesem Gemeinschaftsprojekt hier jetzt gerade. Aber ist jetzt nicht so, dass es ein deutsches Vlogger-Forum gibt und Gruppen auf Facebook, also es gibt ein paar Gruppen, war auch mal ein paar drin, aber die sind jetzt nicht so sonderlich lebendig, diese Gruppen. Da hat es mir bis jetzt wesentlich mehr gebracht, mit den Leuten direkt Kontakt aufzunehmen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch mit dem Blogger-Grillen, das wir dieses Jahr gemacht haben. Und wenn man dann einen trifft, den man kennt oder den man auch abonniert und die Videos guckt, dann macht das auch sehr viel Spaß und man hat irgendwie so... Man liegt auf derselben Wellenlänge, das merkt man sehr schnell. Und da macht Kontakt sehr viel Spaß. Also ich habe mittlerweile überhaupt keine Scheu mehr, jemanden auf YouTube zu kontaktieren, einfach mal hinzuschreiben und eine Frage zu stellen, hast du Bock auf XYZ? Weil man merkt, dass da durchaus immer positiv was zurückkommt. Und selbst wenn einer sagt, kriege ich nicht unter zeitlich oder ich mache Daily und kann das nicht auch noch, dann ist es trotzdem höflich und kollegial und kann ich jedem nur empfehlen. Also wenn ihr anfangt mit dem Vloggen und habt einen eigenen Kanal, sucht euch andere Kanäle und schaut, was ihr mit denen gemein habt und was ihr gemeinsam machen könnt. Macht sehr viel Spaß. Naja, Community, eine YouTube-Community gibt's, aber da gibt's die großen und dann gibt's die zahlreichen kleinen YouTuber. Und die unter diesen kleinen YouTubern bilden sich so kleine Communities. Wächst eigentlich und klappt eigentlich und hat auch bei mir eigentlich soweit funktioniert. Und ich muss sagen, also ich war am Anfang sehr oft auch auf YouTube unterwegs, auch auf anderen Kanälen, habe dann kommentiert. Allerdings habe ich mir auch nur Kanäle ausgesucht, die mich auch ansprechen, die mich interessieren, weil einfach nur mal kommentieren, hey, nices Video oder so,
oder irgendwie einen Daumen nach oben, das bringt nichts. Man muss da schon so ein bisschen Herzblut reinstecken und da muss ehrlich unterwegs sein, was einen auch wirklich interessiert. Also so ein Abo gegen Abo-Kack, forget it, machen wir nicht. Kooperation mit anderen Kanälen habe ich auch schon gemacht und funktioniert sehr gut und man hat im Grunde genommen den Vorteil davon, dass der eigene Kanal über den anderen Kanal oder der andere Kanal über den eigenen Kanal ein bisschen bekannt wird und es macht natürlich auch noch riesen Spaß. Dadurch, dass es viele kleine Vloggergruppen gibt, finde ich es immer toll, wenn man einfach sich anschließen kann und auch gleich aufgenommen wird. Man kann sofort bei Problemen nachfragen oder auch anderen helfen. Das ist alles so eine Gegenseitigkeit und das finde ich einfach mega toll, diesen Zusammenhalt zu haben, den man vielleicht sonst woanders nicht halt eben hat. So, aber No-Gos in der Community, keine Ahnung, ist mir noch nichts untergekommen. Also es ist noch nicht der Fall aufgetreten, dass ich auf irgendeinen anderen YouTuber oder Vlogger stinkig gewesen wäre. Das, nö. Also bisher hatte ich damit keine Erfahrung. Was soll man unbedingt beachten, was sollte man unbedingt unterlassen? Schwierige Frage. Ich glaube einfach Content klau und Sachen komplett 1:1 nachmachen geht gar nicht. Von da an, das wäre das, was ich sagen würde, auf jeden Fall unterlassen. Also es bringt nichts, wenn jetzt irgendein in Deutschland größerer YouTuber ein Video macht und man sagt dann, oh, der hat ein Video gemacht, da kann ich mich doch einklinken, ich mache dasselbe. Finde ich, ist ein schlechter Weg. Was hat mir das Vloggen gebracht? Ausblick. Was hat dir das Vloggen gebracht? Hat es dir denn was gebracht? Was hat mir das Vloggen gebracht? Ja, mir hat es eine Menge gebracht. Dadurch, dass ich vlogge, habe ich einfach viel mehr Kontakt mit anderen Leuten als vorher. Auch mit Leuten, die halt das gleiche Hobby haben und genauso viel Spaß daran haben. Und das macht mich einfach mega glücklich. Zum anderen ist es auch so, dass ich durchs Vloggen viel mehr unternommen habe, viel mehr rausgegangen bin und dadurch auch viel produktiver war als vorher. Also ich sag, für mich hat das Vloggen eigentlich nur Vorteile. Nun ja, erstmal habe ich mein altes Hobby Foto und Film wiederentdeckt. Viele neue interessante Leute kennengelernt. Erstmal teilweise nur online, aber auch wir haben uns auch schon zum Vloggergrillen in Frankfurt getroffen, wo wir im kleinen Kreis, klar, aber mal Gleichgesinnte getroffen haben. Daher kenne ich auch den Johannes Alltagsvlog. Und da kann man sich mal so unter YouTubern austauschen, weil wenn man mit, sagen wir mal, normalen Menschen über dieses Thema spricht, dann können die sich eigentlich gar nichts darunter vorstellen. Aber so ein YouTuber, mit einem YouTuber austauschen, dann ist direkt eine Verbindung da. Man kann sich direkt wunderbar unterhalten, weil wir haben ja alle das gleiche Hobby, YouTube. Und zwar, ist ganz simpel. Ich bin eigentlich eine faule Socke und wenn ich nichts zu tun habe, hänge ich auf der Couch rum. Durch das Vloggen bin ich viel mehr draußen unterwegs. Das heißt, ich unternehme Sachen. Und wenn es nur mal ist, dass ich bei uns durch einen Ort laufe, um da quasi einen Spaziergang zu filmen, aber man ist unterwegs. Abgesehen davon, dass man halt versucht, jetzt an Wochenenden oder so irgendwelche besonderen Sachen zu machen, also irgendwelche Ausflüge, die man dann filmt. Da gibt es schon einiges, was ich durchs Vloggen gesehen habe, was ich wahrscheinlich sonst nicht gesehen hätte. Ich komme sehr oft raus durch die Vlogs, also viel öfter wie früher. Ich meine, klar, ich habe auch meinen Sport, wo ich rauskomme, aber ich gehe durch die Stadt, komme raus, gehe in die Natur und das hat mir auch was gebracht. Meine Skills werden von Mal zu Mal besser, also ich verbessere mich im Videoschnitt, im Filmen, in den Einstellungen. Man geht oder erlebt die Umwelt aus einer ganz speziellen Sicht eines Videofilmers oder Fotografen. Wie könnte ich denn so eine Einstellung machen? Was könnte ich denn da schön mal filmen? Guck mal, das sieht ja auch super geil aus. Da die Wolken, da die Bäume und so weiter. Und ja. Gebracht hat es mir sehr viel eigentlich. Ich durchlebe meine... Die Kleine jammert gerade. Die möchte raus. Sind aber hier schon am Ende. Ich durchlebe meine Wochen irgendwie ein bisschen bewusster. Mache mir auch mehr Pläne, was ich tun könnte oder was vielleicht aufregend wäre. Mache das oft auch am Samstag, Sonntag schon, dass ich mir überlege, Mensch, wo könnte ich nächste Woche ein paar Minuten oder einen Nachmittag mal freischaufeln, wo ich irgendwas unternehme,
was Tolles, was aufregend wäre. Und nehme mir dann vor, dass ich die Kamera mitschnapp. Und was es mir auch gebracht hat, ist so nennt man das, die Retrospektive. Ich habe halt jetzt die Möglichkeit, mir anzusehen, was ich letztes Jahr im November so getrieben habe oder im Januar. Ich kann nochmal zurückspringen zu unserem Urlaub und an jedem einzelnen Tag unseres Urlaubs nochmal nachgucken, wo wir waren, wie die Strände ausgesehen haben, was wir unternommen haben. Und das finde ich, ist fast unbezahlbar. Also das bringt mir selber schon sehr viel. Plus, da wäre wieder so ein Community-Punkt. Während des Urlaubs, als ich gevloggt habe, kam unter anderem vom Till die Info, Mensch, ich war auch schon auf der Insel, du musst mal da und da hinschauen, das ist total toll. Wären wir nicht hingefahren, hätten wir nicht den Tipp bekommen. Also ja, bringt was, ohne Zweifel. Offene Punkte, meine Ergänzung. Ja, würde ich mal auf das Thema Community zurückgehen. Und zwar finde ich es eigentlich schön, dass ich mittlerweile, sag ich mal so, in meinem Dunstkreis, im Dunstkreis von Alltagsvlog, schon so eine kleine Community gebildet hat. Also wir haben einige Leute, ich würde jetzt nicht sagen, wir gucken gegenseitig jedes Video, weil, ich sag mal, das bringt ja auch nichts, aber wir beobachten, was wir machen, und wir haben uns auch schon getroffen. Wir hatten ein tolles Vlogger-Grillen gemacht. War natürlich jetzt noch nicht die Masse an Leuten da, aber ich denke mal, das ist so eine Sache, die weiter wachsen kann. Und da sollte man sich also auch nicht scheuen, in Kontakt zu treten, sei es über Kommentare oder halt über andere Social-Media-Kanäle, wo man Kontakte knüpfen kann. Macht das einfach. Wenn ihr sagt, ihr habt einen Vlog oder ihr fangt an mit einem Vlog, dann schreibt doch die Leute an, die ihr guckt. Also schreibt in die Kommentare, hey, ich mach das auch, hast du mal Bock, irgendwie was zusammen zu machen? So in der Art. Ich meine, so hat sich unsere kleine Community auch gefunden, und ich bin mir sicher, dass die wachsen und gedeihen wird, und da freue ich mich schon immens drauf, auf zukünftige Treffen. Ja, und das war es eigentlich schon, das waren die Fragen. Ich hoffe, ich konnte mit meinen Antworten ein wenig zu deinem Video beitragen, Johannes, alias Alltagsvlog. Schneid dir einfach das raus, was du brauchst. Ich weiß nicht, ob das vielleicht zu lang war. Ich lade dir das jetzt einfach ungeschnitten hoch und du schneidest dir einfach raus, was du brauchst. Und dann hoffe ich, sehen wir oder ihr, die jetzt das Video beim Johannes gucken, auch ab und vielleicht auch guckt mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Dann sehen wir uns auf meinem Kanal, und das war's eigentlich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, und dir, Johannes, auch. Und ich habe eben noch eine Nachricht von dir gelesen. Bike Tour an die Mosel, an den Rhein. Wenn du hier oben bist bei uns, komm auf jeden Fall vorbei. Ich mache eine schöne Weinprobe mit dir und vlog ein bisschen mit dir durch Koblenz. Gut. Ich bin durch mit der Liste und habe wahrscheinlich viel, viel, viel zu viel gequatscht. Damit kann ich ja quasi ein eigenes Video machen. Alltagsvlog, ich hoffe, du musst nicht zu viel schneiden. Ich werde schon mal vorab geschnitten haben. Und ja, ich bin gerne wieder für solche Schandtaten bereit. Jetzt wird es sowieso dunkel. Gut, wir sehen uns in einem anderen Video. Bei dir, bei mir, bei uns allen. Ciao.